Was war denn da nochmal mit dem Felsen? Ich weiß es gar nicht mehr. Müssen wir heute auf jeden Fall hin? So, Sebastian, wo bist du? Stehst du etwa draußen? Oh ja. Hallo, mein Liebster. Ich habe den Morgen damit verbracht, ein paar der Zäune zu reparieren. Sie sollten so gut wie neu sein. Das freut mich, mein Liebster. Ich habe auch das Wasser für Struppel aufgefüllt. Oh, du bist super. Ich werde dich einfach von hier beobachten. Okay, ein bisschen gruselig, ja, passt schon. Hi, Lilly, du solltest mal irgendwann nach Sonnenuntergang in mein Zimmer kommen. Vielleicht so gegen 20 Uhr. Ich will etwas zeigen. Oh ja, gerne. Grüße aus der Calico-Wüste. Besuch mich mal hier draußen. Mir ist echt langweilig. Ich habe ein Geschenk aus der Wüste mit reingepackt. Du kannst vorbeikommen und mir persönlich sagen. Ja, vielleicht irgendwann mal. Bekommen wir denn jetzt hier nichts wegen Gemeinschaftszentrum? Freut sich da niemand? So, das kommt auf jeden Fall weg. Es ist Sonntag. Das bedeutet neue Woche, ne? Ich verkaufe jetzt mal eben kurz das hier. Ja, ich dachte, wir haben jetzt irgendwie Post von Bürgermeister Louis, dass das Gemeinschaftszentrum fertig ist. Aber nein, anscheinend nicht. Und Leute, es wird ein... Ist doch dann 10 Herzen, oder? Ein 10 Herzen-Event mit Abigail geben. Wie cool ist das bitte? Das ist ja mal richtig nice. So, Kürbisse haben wir dann auch wieder ganz schön viele. Bekommt die Abigail dann auch auf jeden Fall. So, was ist hier sonst noch fertig? Ein paar Preiselbeeren. Ach ja, wie schön. Ich frage mich jetzt gerade mit der seltenen Saat, ob ich die auch ins Gewächshaus packen kann. Ich weiß es nicht. Aber ich mache es jetzt lieber nicht. Ich warte dann nochmal eure Kommentare ab. Wie gesagt, es ist ja momentan recht aktuell. Oder aber ich lese einfach mal nach bei Google oder so. Aber dass ich da jetzt keinen Fehler mache, weil ich meine, jetzt habe ich sowieso schon versaut, ne? Was soll ich machen? Ist schon der 14. Jetzt ist es sowieso egal. So, hier haben wir kein Mais mehr, ne? Muss ich das Inventar auslernen? Nee, nicht unbedingt. Gut, gut. So, dann schnappe ich mir die beiden. Und dann wird heute bei Pierre vermutlich ein bisschen was eingekauft, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Wenn ich bedenke, dass ich jetzt schon ein bisschen was im Gemeinschaftszentrum machen kann, die Felder hier wieder bestücken kann, das ist ganz schön. So, hier habe ich doch irgendwo einen Schatten eingesehen. Ach, ich hole es mir gleich. Und eine Entenfeder mal wieder. Ach, super. Kann ich dann... Nein, möchte ich nicht essen. Kann ich dann auf jeden Fall dem Elliot mal wieder schenken. So, Schattenei nehmen wir auch noch mit. Und ich meine, mich erinnern zu können, wir haben doch auch mal bei Gelegenheit, also bei irgendeiner Gelegenheit, ich weiß nicht mehr, was es war, haben wir doch ein Heizgerät bekommen, oder? War das nicht so? Ich meine schon. Haben wir da vielleicht das Bündel oder so fertig gemacht? Ich meine, mich zu erinnern, dass da irgendwas war mit dem Heizgerät. Aber okay. So, Melke bekommt mit und den Kram hier packe ich auf jeden Fall schon mal nach unten. Wer hat heute alles Milch für mich? Und vor allem, wer hat so eine große Milch? Den habe ich nämlich am allerliebsten. Focaccia, du hast gar keine Milch. Dich habe ich überhaupt nicht mehr lieb. Und du hast eine normale. Na, das finde ich so mittelmäßig. Tello, du hast eine große, ne? Ja, Tello, du bist einfach der Beste hier. So, auch nochmal das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ach, Inventar voll. Ja, okay, pass auf. Das, nein. Das kommt rein, nehmen wir den mit, das mit. Und das kommt rein, und das kommt rein. So, Mähkübel kommt wieder weg. Und wir gucken, was die Schafe und Salzenbocker so Tolles machen. Ich kann auch heute wieder zum Händler. Ach Leute, das wird ja ein richtig toller Sonntag. Dann drückt man die Daumen, dass beim Händler etwas Schönes ist. Dann werde ich auf jeden Fall zum Gemeinschaftszentrum gehen. Und scheren kann ich nicht, ne? Ja, werde zum Gemeinschaftszentrum gehen, gucken, was da abgeht. Dann gehe ich zu dem Felsen, wo ich nicht mehr weiß, was da Sache ist. Und wenn wir dann noch einen Hummer bekommen, also dann ist mein Tag wirklich perfekt. So, nee, Stoff wollte ich da nicht reinpacken, sondern die Wolle. So, ihr Lieben, ihr dürft heute nach draußen, tobt euch aus. Ich lasse heute die Tore auf. Ja, du bist mal wieder ausgebüxt, ne? Wie immer. So, Ostwind, auf geht's. Trüffel habe ich jetzt nicht. Habe ich irgendwas, was ich einlegen kann? So, was wollen wir denn mal einlegen? Von mir aus, komm, machen wir einfach mal ein paar Preiselbeeren. Ne? 1, 2. Nein, ich möchte sie nicht essen. 2, 3. Und dann nehmen wir hier noch verfeinerten Quarz mit und haben jetzt noch wie viel Eisenerz? 29. Okay, das kommt rein. Trüffel habe ich jetzt gerade, wie gesagt, nicht. So, erstmal an die Kiste ein bisschen was verkaufen und dann geht es erstmal zum Händler. So, was verkaufe ich denn? Kürbis? Nee, erstmal den ganzen Kram hier. Da muss ich gleich mal nachschauen. Aubergine. Wie viel habe ich denn jetzt? Aubergine 52. Weintrauben, da ist Granatapfel. Der kommt erstmal weg, also die verkaufe ich dann auf jeden Fall. Kürbisse könnte ich ein paar mehr gebrauchen. Da habe ich echt nicht viele. Kann denn hier jetzt mal irgendwas weg? Davon haben wir 13, davon 17. Passt mal auf, ich packe die hier erstmal rein. Ich verkaufe jetzt die ganzen Preiselbeeren, also wirklich jetzt.
64,6. Ich verkaufe die auch noch. Dann kann ich nämlich die auf jeden Fall da reinpacken. Die kann ich schon mal reinpacken. Und 28 davon. Nee, wisst ihr was? Ich verkaufe die 52. Das mache ich jetzt tatsächlich. Also die kommen weg, dann kommt das hier rein. Und dann wird das verkauft, das verkauft, das verkauft, das verkauft. Ich hau alles raus. Mir ist das egal. Das kommt natürlich auch weg, das kommt weg. Stoff kommt weg. Und Entenfeder, wie sieht das aus? Nein, das war die falsche Kiste. Entenfeder haben wir jetzt 3. Okay, nehme ich vielleicht mal eine davon mit. 3 Sprinkler, Feenrose. Das ist erstmal okay soweit. So, dann lasst uns mal überlegen. Wir gehen jetzt erstmal zum Händler, genau. Gucken, was da so im Angebot ist. Dann kommen wir über die Farm hier nochmal zurück. Dann zähle ich nochmal nach, wie viel wir da für die neuen Felder gebrauchen könnten. Und dann gehen wir zu Pierre, dann gehen wir zum Gemeinschaftshaus, dann gehen wir zum Strand. Wir machen heute alles und die Hälfte werde ich gleich wahrscheinlich sowieso wieder total vergessen haben. Aber okay. So, Händler, bitte, hab was richtig Schönes im Angebot. Ein bisschen schöne Deko. Strohboden. Oh, Hummer für 900? Da gucke ich erstmal nach. Milchkugelfisch, Bauernmahlzeit, Tulpe. Mondtisch, der ist nicht so schön. Hummer für 900. Moment, wie viel gibst du mir dafür? Ach, steht da gar nicht. Ich überlege mal. Ich überlege mal, ob ich das jetzt kaufe. Früher oder später, klar, werden wir irgendwann den Hummer bekommen, aber ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, vielleicht kaufe ich ihn doch. Wir müssen mal schauen. So, dann lasst uns mal eben kurz zählen, wie viel wir jetzt bräuchten. Oh Gott, da ist wieder so viel durcheinander. 8, 16, 24, 2 und 32. 32, 40, 48, 56. 56, da muss ich gerade gar nicht reingucken. Lasst uns mal ja, ein bisschen mehr als 56 kaufen, dass ich da unten irgendwie noch die Felder, die nicht so schön sind, noch fertig machen kann. Und sonst, ja, muss ich mal gucken. Ich entscheide jetzt gleich einfach mal spontan. Oh, ja, Party! Ich bin mir nicht sicher, wie du es getan hast, Lilly, aber das Gemeinschaftszentrum hat noch nie besser ausgesehen. Du hast Pelikan einen großen Dienst erwiesen. Jeder in der Stadt ist froh darüber. Als Zeichen der Dankbarkeit würde ich dich gerne mit der größten Ehre dieser Stadt auszeichnen, dem Sterntau-Heldenpreis. Du hast ihn dir verdient. Du erhältst Sterntau-Heldenpokal. Da? Meine Verkäufe sind stark zurückgegangen. Wo sind all meine Kunden hin? Ah, Morris. Ah, alle meine Kunden. Hier? Wie er guckt. Das ist nicht gut. Wie fühlt sich das an? Lasst uns vernünftig sein. Erledigen wir das doch auf die altmodische Art. Was ist denn die altmodische Art? Also Schlägerei oder was? Nee, das muss ja nicht sein. Das macht keinen Unterschied. Ich gebe einfach 75% Rabatt im Schlussverkauf und meine Kunden werden wieder angekrochen kommen, um mich um Vergebung zu bitten. Du wirst schon sehen. Nein, nicht dieses Mal. Kommt alle her, Leute. Ich erinnere mich noch daran, wie ich nach Pelikan gekommen bin. Alles um dieses Gebäude war geschäftig und lebendig. Wir haben zusammengearbeitet, um die Stadt zu einem besseren Ort zu machen. Es gab ein richtiges Gefühl von Gemeinschaft.
George, du hast immer Kreuzworträtsel gelöst, während du Kaffee in der Gemeindeküche getrunken hast. Erinnerst du dich? Die guten alten Tage. Emily, du hast extra eine Fahne für das Sterntortaler Volksfest gewoben. Ich erinnere mich noch, dass du jahrelang daran gearbeitet hast. Es hat wirklich Spaß gemacht. Willi, ich... Erinnerst du dich noch daran, wie dein kleines Krabbenexperiment aus dem Ruder gelaufen ist? Hehe, tu ich. Wir sind eines Morgens aufgewacht und alles war voll mit ihnen. Aber Gus hatte eine brillante Idee, ein Krabbenfestmahl für das ganze Tal. Ich träume immer noch von der Knoblauchbutter. Seht ihr das? Unsere Gemeinschaft ist, was Pelikan so besonders macht. Als der Joja-Markt in die Stadt gekommen ist, haben wir das aus den Augen verloren. Aber jetzt, dank Lilly, haben wir eine zweite Chance. Ich bitte euch darum, mir zu helfen, den Joja-Markt zu boykottieren. Wir haben die Kraft, unseren alten Lebensstil zurückzuholen. Wer ist dabei? Ich habe hier zu lange gelebt, um die Stadt untergehen zu sehen. Auf mich kannst du zählen. Ich bin dabei. Boykottierung. Ich auch. Es wurde aber Zeit. Ich bin ruiniert. Von Morris und seinen Joja-Marktfuzzis ward nie wieder gehört. Wie cool ist das denn? Und das ist im Endeffekt nur Deko fürs Haus. Der angesehenste Preis, den ein Bewohner im Sterntortal bekommen kann. Ja, dankeschön. Dankeschön, kann ich mir dann in die Wohnung stellen. Aber gut, jetzt geht es erstmal zum guten Pierre. Hallo Hayley, für dich habe ich nichts. So, es geht jetzt erstmal zum Pierre. Wie ist das mit Geburtstagen? Sandy hat morgen, alles klar. Und wir brauchten eine Seegurke. Ach ja, stimmt. Jetzt habe ich alles schon wieder vergessen. Jetzt war hier wieder so viel los. So, ich habe gesagt 56, ne? Senfkohl, 4 Tage. Mais, 14. Nee, dann haben wir nur noch einmal Mais am 28. Süßkartoffeln. Pass mal auf, wir kaufen mal ganz schön viele Süßkartoffeln. Ich würde sagen, 24. Wir kaufen mal 32 davon. Und Preiselbeersaat, 7 Tage, kann mehrmals geerntet werden. Ja, Sonnenblumensaat, Feensaat, 12 Tage, könnten wir auch noch mal kaufen. Ist ein bisschen teurer, aber da bekommen wir ja relativ viel, ne? Ich kaufe davon jetzt, was habe ich jetzt gesagt, 16. Dann habe ich jetzt 40, dann habe ich jetzt die 48 zusammen. Amaranth, 7 Tage, wollen wir noch ein bisschen Amaranth kaufen? Komm, der ist günstig. Kaufe ich davon jetzt nochmal 16 und dann gucken wir mal, wie das alles so hinhauen wird, ob wir da schon ein bisschen was im Gemeinschaftszentrum und so anpflanzen, im Gemeinschaftszentrum, im Gewächshaus, ein bisschen was anpflanzen können. Bin ich eigentlich ohne Ostwind unterwegs oder was ist hier los? Ich weiß es gerade gar nicht. Es war jetzt so viel los. Es ist so viel passiert. Ostwind. Nee, ich bin nicht ohne dich gegangen. Stimmt. Ich wollte aber jetzt auf jeden Fall nochmal zurück, denn ich wollte wissen, ob wir eine Seegurke haben. Und wenn wir die haben, dann wäre das richtig gut. Ja, habe ich sogar. Ach, fantastisch. Dann bekommt der Sam die natürlich auch. Und wenn ich jetzt noch den Hummer unten finde, dann bin ich richtig happy. Ansonsten kaufe ich den dann halt einfach. Ist dann auch egal. So, Sam, ich würde sagen, ich komme jetzt erstmal direkt zu dir nach Hause. Eventuell bist du ja da. Lea, hey! Hier gibt es eine Menge guter Orte zum Spazieren. Ja, ich weiß, meine Liebe. So, Sam, bist du da? Das ist überhaupt nicht dein Zuhause. Emily ist da und für die habe ich nix. Also von daher, dass ich das immer noch nicht auseinanderhalten kann mit den Häusern, ne? Ganz, ganz schlimm. So, da ist er. Ich habe da was für dich, mein Lieber. Und ich bin doch auch ein süßes Mädchen, oder? Hey, tausend Dank, Lilly. Ich hätte wissen sollen, dass du dich darum kümmerst. Sam ist damit beschäftigt, mit der Gitarre zu üben. Oh, okay. So, 225. Ja, okay. Das geht schon. So, Vincent, ich habe leider nichts für dich. Ich hoffe, ich kann dir später mal wieder ein paar Weintrauben rumbringen. Das wäre ganz schön. So, Daumen drücken für den Hummer. Dann ist das heute der perfekte Tag, ganz ehrlich. Gleich nochmal eben nachschauen, was es mit dem Felsen auf sich hat. Und ab 20 Uhr geht es dann zu Abigail. So, jetzt komme ich erstmal zu dir, mein lieber Elliot. Nett, dass du vorbeischaust. Lilly, das ist ein wunderschönes Geschenk. Danke dir. Ich muss daran denken, heute meine Pflanzen zu gießen. Und diesmal nicht mit Salzwasser. Das wäre gut.
Das wäre tatsächlich gut. Es ist kein Hummer. Wisst ihr, was ich dann mache? Ich kaufe einen. Also echt jetzt. 900. Das ist jetzt nicht so die Welt, ne? Und Gus ist happy, also ganz ehrlich. Und wahrscheinlich habe ich dann am nächsten Tag hier das erste Mal den Hummer drin, ne? Aber hey. Ist dann halb so wild. Also, es geht jetzt erst zu Sandy. Das ist der Plan. Erst geht's zu Sandy. Dann gucken wir, wie spät es ist und ob wir schon in die Kneipe kommen, um Gus den Hummer zu geben. Wenn nicht, dann gehen wir erst nach oben zum Felsen. Hallo Evelyn, meine Liebe. Ja, dann schauen wir, was da am Felsen so los ist. Abigail, ich komme heute Abend zu dir. 20 Uhr. Da muss ich nur schauen. Moment. Sie hat doch gesagt, komm um 20 Uhr zu mir, oder? Aber sie wohnt ja bei Pierre. Das bedeutet, ich muss ja schon die ganze Zeit da im Laden sein. Oder etwa nicht. Also ich meine schon. Quatsch, das ist das Falsche. Wow, danke dir. Ja, bitteschön. So, hier kaufe ich jetzt den total... Ostwind. Den total überteuerten Hummer, aber passt schon. So, kommt er dahin? Ja, da muss ich ja echt die ganze Zeit bei Pierre im Laden sein. Oder etwa nicht. Weil sie hat doch gesagt, komm in mein Zimmer. Ich muss jetzt gleich nochmal gucken, wie lange der geöffnet hat. Da muss ich ja die ganze Zeit da rumstehen. Was soll ich denn da machen? Ich meine nämlich, der hat um 18 Uhr geschlossen. Da ist Maru. Für dich habe ich auch schon seit Ewigkeiten nichts mehr dabei. Tut mir echt leid. So, wie sieht es aus? Ist hier schon geöffnet? Ja, super. So, Gus, ich habe da was für dich. Ich habe den überteuerten Hummer gekauft. Irgendetwas riecht nach frischem Hummer. Oh, das ist gut. Pass auf dich auf. Jo. Immer gerne, mein Lieber. So hätten wir das erledigt. Bekommen 500, also haben wir im Endeffekt nur 400 dafür ausgegeben und haben seine ewige Freundschaft und Liebe dafür bekommen. So, lasst uns nochmal eben gucken. Hier stehen doch die Öffnungszeiten, ne? Gemischt waren Laden. Jetzt 7 Tage die Woche von 9 bis 17 Uhr? Was? Also jeden Tag ist das schön und gut. Hey, das ist noch eine Stunde, Leute. Muss ich da rumstehen, Caroline? Ich habe nichts für dich. Heute werde ich mich einfach entspannen und positiv denken. Ja, toll. Ich muss doch nicht bei dem rumstehen, oder? Ich weiß es halt nicht. Ich möchte es auch nicht verpassen. Weil im Brief stand doch... Für euch habe ich nichts. Im Brief stand doch, komm in mein Zimmer. Ist das doof. Das tut mir jetzt echt leid, Leute, wenn ich das hier komplett irgendwie... Meerschweinchen darf, okay. Wenn ich das jetzt komplett falsch verstehe. Aber ich will es halt auch nicht irgendwie falsch machen, ne? Was hat die hier? Geisterbrett. Oho, Madame. Ja, ja, das ist das Meerschweinchen. Was haben wir hier sonst noch so? Kannst du damit was machen? Nee. Das Bild anschauen, die Bücher anschauen. Moment, hier kommt doch mal was. Und? 11 Solosonaten für die Holzflöte, okay. Gut. Ich habe halt Angst, dass ich jetzt hier... Ja, weiß ich nicht. Aber eigentlich ist es sinnfrei, weil das Event kann ja nicht hier im Haus starten. Wisst ihr, wie ich meine? Das muss ja eigentlich draußen sein. Also ich muss draußen sein und dann einfach reinkommen. Aber ich will es halt nicht falsch machen, ne? Lasst uns jetzt hier ein bisschen die Zeit vertrödeln. Ich weiß, es ist doof und wir hätten in der Zeit, keine Ahnung, ein bisschen was aussehen können oder so, aber der langanhaltende Wert kleiner Geschäfte, ja. Aber ich will es nicht versauen, von daher bitte. Warum Joja Co. gestoppt werden muss? Ach ja, du hast doch geschafft, Pia. Oder vielmehr, ich hab's geschafft. Hey, muss ich mir jetzt hier 2 Stunden die Zeit vertrödeln? Das kann nicht sein. Ich habe Angst, rauszugehen. Ich habe echt Angst, rauszugehen. Und gleich um 20 Uhr muss ich es dann wahrscheinlich sowieso machen, ne? Ich weiß halt nicht. Ich bin mir da selber gerade unsicher. Ich gucke jetzt nochmal. Komm zurück, wenn Pierre im Laden ist. Pierre ist im Laden. Hätte ich diesen Laden nicht, wäre ich gerade draußen. Ja. Und ich traue mich nicht raus. Ich laufe jetzt hier ein bisschen doof rum. Und gleich, weißt du, es ist 20 Uhr, dann klappt das nicht und dann gehe ich eh raus. Ich frage mich ja die ganze Zeit, was ist das hier eigentlich? Was zur Hölle ist das? Ich habe keine Ahnung. Das ist deren Wohnhaus, was ja schön und gut ist, wobei die gar kein vernünftiges Wohnzimmer so wirklich haben.
Oder soll das das Wohnzimmer sein? Ich weiß ja nicht. Also hier der Kamin. Da so ein paar Sitzkissen, da ist Caroline. Die Küche, da ist auch alles schön und gut. Da oben das Schlafzimmer. So, Caroline geht nach oben. Es ist 19.20 Uhr. Ich warte jetzt auf Abigail. Caroline, was machst du da? Nimmst du dir je einen Tag frei? Ja, du quatsch immer das Gleiche. So, Abigail, jetzt komm. Muss ich hier vielleicht die Tür zumachen? Nee. Ach, ich weiß doch eh, was Sache ist. Ich muss raus und habe hier die ganze Zeit vertrödelt. Ach, Mann. Ach ja. Wenn ich so auf die Uhr schaue und wir jetzt gleich noch ein Event haben, dann kann es gut sein, dass es gestern wieder nur einen Tag gab. Und für euch, ja, geht es dann jetzt einen Tag später weiter. Es ist 20 Uhr. Es ist 20.10 Uhr. Okay, ich hätte nicht warten müssen. Du hast Pierres geheime Sammlung gefunden. Was? Hey, wer ist im Schlafzimmer? Wie hast du das gefunden? Schnell, gib her. Versprich mir, dass du niemandem etwas darüber erzählst. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Deine Frau verdient es, darüber Bescheid zu wissen. Was war das denn jetzt? Was war das? Ich sag das hier. Du würdest mir das wirklich antun. Du bist ein furchtbarer Mensch. Du hättest gar nicht erst in meinem Schlafzimmer herumschlüpfen sollen. Neugierige Nachbarn sind das Allerletzte. Was ist denn das? Jetzt muss ich ein neues Versteck finden. Oh Mann. Ich dachte, dass Ihnen das jetzt irgendwie so voll... dass Ihnen das wieder so besänftigt. Weil manchmal muss man ja doch schon die harten Sachen sagen. Damit dann... Was? Damit dann, ja, der Charakter irgendwie sich so denkt, ja, okay, war doch scheiße. Was war das denn jetzt? Und wo zur Hölle ist Abigail? Hä? Sie hat doch gesagt, komm nach 20 Uhr. Abigail! Wo bist du? Die ist doch nicht hier. Es ist Sonntag, wo treibt die sich denn rum? Ich kann doch jetzt nicht hier den ganzen Tag vertrödeln. Oh, jetzt aber. Oh nein, was macht sie? Du fragst dich sicherlich, warum ich zu dieser Stunde am Friedhof bin. Ich bin hier, weil es der beste Platz im Ort ist, um ein wenig Ruhe zu haben. Und ich bin ganz verschwitzt, weil ich meinen Schwertkampf trainiert habe. Hey, was? Du denkst, ich sei zu schwach für ein Schwert? Entschuldige, ich habe das etwas zu persönlich genommen. Weißt du, ich wollte die Berghöhlen erkunden, aber es ist natürlich zu gefährlich, unbewaffnet aufzubrechen. Du hast schon mal ein Schwert geschwungen, oder? Ja, und es ist aufregend. Ja, aber nur zur Selbstverteidigung. Ja, aber es ist gefährlich. Du solltest lieber in Sicherheit bleiben. Ich sag mal das. Sicher, ich will ja auch nichts töten. Ich will einfach nur ein wenig erkunden, ohne mein Leben aufs Spiel zu setzen. Ich habe mein ganzes Leben im Tal verbracht, aber nie irgendetwas Bemerkenswertes gemacht, an das man sich erinnern würde. Ich will auf ein Abenteuer gehen. Abigail? Vater! Ich habe überall nach dir gesucht. Deine Mutter will, dass du nach Hause kommst und mit dem Abendessen hilfst. Was machst du überhaupt auf dem Friedhof? Das ist kein Ort für eine junge Dame. Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Ich sollte also daheim am Kochen sein, weil ich ein Mädchen bin, oder was? Du steckst echt in der Vergangenheit fest, Vater. Lass uns von hier verschwinden, Lilly. Oha. Was nun? Kommst du mit oder nicht?
Komm zurück! Puh, hier wird mein Vater uns nicht finden. Hm, kannst du glauben, dass meine Eltern je jung waren? Sie verstehen meine Sichtweise überhaupt nicht. Ich weiß, ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen, in der man auf andere Dinge Wert legt. Aber hin und wieder regt es mich trotzdem auf, okay? Danke, dass du mir zugehört hast, Lilly. Könntest du mir jetzt helfen, meine Haare aus diesem Busch hier zu befreien? Oh, schade, dass man das jetzt nicht gesehen hat. Oh, echt schade. Oh Mann. Leute, lasst uns mal eben ganz fix zum Felsen. Ich glaube, das würde ich jetzt noch gerne machen. Oder 21.20 Uhr. Nur mal eben kurz nachschauen, was da Sache ist. Und dann geht es ganz, ganz schnell zurück zur Farm. Ein bisschen was aussehen. Und ich habe mich... Oh nein, noch ein Event. Oh, wie schön. Lilly, ich bin überrascht, dich so spät noch hier zu sehen. Der Nachthimmel sieht momentan umwerfend aus. Komm doch her, ich will dir was zeigen. Hier, schau dir das mal an. Was siehst du? Einen schönen Planeten, eine kalte, dunkle Leere. Es ist fantastisch, oder? Bevor die Menschheit je einen dieser Sterne besucht, werden du und ich schon lange nicht mehr existieren. Das ist wohl das Problem mit dem Menschsein. Lilly, Ach, egal. Hier, lass mich dir das Doppelsternsystem zeigen. Was für eine wundervolle Nacht. Maru hat mir etwas Neues gezeigt. Oh, was? Hi, Lilly. Es ist merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, was diesen Felsen zum Verschwinden gebracht hat. Dieser Fluss kommt aus den Tiefen des Bergs. Hey, siehst du das Glitzern im Wasser? Ja, das ist wirklich gutes Erz. Die Strömung muss es aus dem Berg abgetragen haben. Du weißt, was das heißt, oder? Wir können mit der Erzwäsche beginnen. Hier, ich habe noch eine Erzpfanne in meinem Rucksack. Nimm sie ruhig. Solltest du je Erze im Wasser glitzern sehen, kannst du diese Pfanne benutzen und hoffentlich fündig werden. Sehr schön. Du erhältst Kupferpfanne. Oh, wie cool. Gut, dann hat sich das jetzt erledigt. Oh, Leute. Wie geil ist das bitte? Kann ich damit jetzt was machen? Nee, schade. Wie cool war das jetzt alles? Also wirklich, das fand ich ja mal richtig gut. Aber es waren ja trotzdem keine... 3, 4, 5, 6, 7, ja, es waren ja 8. Es waren ja 8 Herzen-Events. Ich habe am Anfang ja gesagt, bei Abigail 10 Herzen, aber stimmt ja gar nicht. Aber trotzdem, oh mein Gott, war das alles schön. Das mit Maru fand ich noch besser. Oh, richtig toll. So, jetzt muss ich mal schauen, mache ich das mit dem Aussehen heute noch? Ja, muss ich, ne? Ich glaube, ich muss das machen, denn ich habe doch irgendetwas gekauft, was... Nee, habe ich doch nicht, ne? Was 14 Tage wächst oder so? Keine Ahnung. Ich sehe es auf jeden Fall trotzdem aus, zur Sicherheit. So, jetzt aber erstmal hier alles zumachen, damit die Tiere nicht erfrieren und keine Ahnung. Ich hoffe, Ostwind macht mir jetzt... Ostwind macht mir doch immer Probleme dabei. Wir wissen es doch. Na, komm schon. Da haben wir nochmal Trüffel. Ja, komm, den kann ich nochmal eben mitnehmen. Ostwind, weiter geht's. Stalltür zu. Jo, sehr schön. Oh, wie toll, da ist jetzt echt...
da ist jetzt echt einiges passiert in dieser Folge, vielleicht auch in der letzten, je nachdem. Ich weiß jetzt schon, dass ich noch nicht weiß, wie ich das schneide. Also irgendwas, ja, keine Ahnung, muss ich mal schauen, wie das da so vonstatten gehen soll. Da haben wir jetzt nochmal die und da haben wir nochmal die 32. Okay, das bedeutet, es wird jetzt ein bisschen Unordnung hier geben, aber ist mir ganz egal. Das ist mir ganz egal. So, Süßkartoffeln hier. Und dann haben wir jetzt noch 8 für hier unten irgendwo. Ach, da muss ich mit der Hacke noch ein bisschen was machen. Dann muss ich da gleich auch nochmal gießen. Okay, so, würde ich sagen, packe ich die 8 jetzt einfach mal da so hin. Von mir aus da auch noch. Wir gießen auch direkt nochmal. Ja, das war klar. Das war klar. Ich muss nur auf die Uhrzeit achten, dass ich hier jetzt nicht wieder einpenne. So, 16 und nochmal 16. Alles klar. Sehe ich die jetzt einfach mal da so aus. Na, komm schon. Da auch nochmal. Ja, ja, ich weiß, du bist müde, Lilly. Ich gebe Gas. Ich beeile mich. Da haben wir dann hier nochmal die 16, beziehungsweise erstmal 7. Na, wo ist es denn? Dann jetzt die 8. Ja, komm schon. Dann hier nochmal gießen. Und dann haben wir jetzt nochmal 8. Das bedeutet, kann ich die denn noch komplett hier hin machen? Nee, ne? Ich glaube, das reicht nicht mehr aus. Doch, da haben wir 7. Doch, das passt. Ach, ist ja richtig gut. So, hier noch ein bisschen was hin. Ja, ja, ich sehe die Uhr. Ich sehe die Uhr. So, dahin und da noch hin. Und dann machen wir den letzten noch dahin. Und dann ist es hier wieder ein bisschen unordentlich, aber egal. So, das kommt hin. Und ist das denn gegossen? Nee, ich glaube, es ist natürlich nicht gegossen. Jetzt aber. So, ich gehe ganz fix ins Bett. Ich verkaufe jetzt auch nichts mehr. Das mache ich dann alles morgen. Und entweder war es das jetzt schon für diese Folge, weil das sonst wieder zu lang wäre. Ich weiß es nicht. Ich muss mal schauen, wie ich das so mache. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Oh, das waren jetzt echt schöne Events und alles. Bis dahin. Tschüss.